Was geht ab, meine Z-Fighter außer dir? Und heute mit der neuen Super Battle Kategorie Stage der Peppy Gods. Aber eine wichtige Sache aus dem Weg, Freunde: Das Gameplay, das ich heute benutze im Video, ist schon von mir vor ein paar Tagen offscreen aufgenommen gewesen. Denn gerade beim Super Battle teste ich gerne verschiedene Teams. Heißt, ich starte da einfach eine Handyaufnahme, nehme meinen Bildschirm auf, sei es vom Pen gehen oder wenn ich unterwegs bin. Anyway, jedenfalls, Freunde, heißt, heute wird es quasi ein Live-Commentary geben. Live-Kommentar zu dem Gameplay, was ich schon fast schon aufgenommen hatte vor ein paar Tagen. Dies wiederum heißt, vielleicht hat es einen Vorteil, da kann ich mich vielleicht ein bisschen mehr drauf konzentrieren, euch das vielleicht ein bisschen mehr rüberzubringen, was ich gebracht habe. Aber hier ist halt wirklich dann euer Feedback gefragt, Freunde, und ihr könnt auch wirklich ehrlich sein, ob ihr damit kein Problem habt, dass ich quasi ein Live-Commentary mache zu einem Gameplay, was ich so offscreen, sag ich mal, aufgenommen habe. Oder sagt ihr, Neo, so du, ich will lieber, dass du das wirklich live spielst, so quasi, und dann das aufnimmst, so wie immer. Da, Freunde, bitte wirklich ehrliches Feedback von euch. Ihr könnt da ruhig ehrlich sein, keine Sorge. Und dann, ja, machen wir das in der Zukunft so oder so. Anyway, Freunde, Peppy Gods Team, wie gesagt, heute mit der Aufnahme. Ich werde einen Live-Commentary dazu machen. Ich habe zuerst mal das Peppy Gods Team getestet mit einem Double Strength Ribrian Lead. Denn Ribrian ist der Free-to-Play-Charakter, sie ist gerade online, könnt ihr sie erfarmen. Und sie gibt Peppy Gods Charakteren Key plus 3 auf HP Attack und F77%. Auf JP hat sie ein Awakening, da wird das zu Key plus 3 88%, aber auf Global ist sie mittlerweile, beziehungsweise erstmal nur so. Double Strength Ribrian Lead habe ich gespielt. Ging auf jeden Fall, schlecht war es nicht. Dann habe, also ich habe es nicht geschafft. Dann habe ich aber quasi, wollte ich nochmal in die Peppy Gold Stage rein und habe keinen weiteren Ribrian gefunden. Dann habe ich aber eine 100% Kalifla gefunden und dachte mir, 100% Kalifla, sie ist auch All-Type-Seederin, gibt jedem Key plus 2 auf HP Attack und F70%. Dann habe ich quasi einen Rainbow Kalifla als Leader genommen, als Friend, sorry, und ich selbst Ribrian als Leader. Und das hat besser funktioniert. Warum? Ich sag schon mal ausweg. Kalifla, it is. Kalifla quasi so ein MVP für die Peppy Gods mit ihrer High Chance to Dodge, ist es, glaube ich. Nebenbei schaue ich auch ein bisschen auf dem Tablet nach, Freunde, damit ich euch keinen Käse erzähle. Wegen den ganzen Passes und so, weil ich kann da nicht reingucken. Weil ja gerade die Aufnahme läuft. Anyway, Kalifla hat hier quasi eine, ja, High Chance, einen Enemies Attack zu dodgen, also Auto Attack, auch Super Attack und eine Medium Chance, diese dann zu dodgen und zu kontern. Und das sind halt einfach 65%, so, wisst ihr, was ich meine? Deswegen, Kalifla macht wirklich sehr, sehr viel aus. Kalifla könnt ihr auf jeden Fall auch als Friend nehmen. Ich hatte es leichter, indem ich einfach Kalifla als Friend genommen habe, Rainbow Kalifla, natürlich in meinem Team auch einen Kalifla hatte und als meinen eigenen Strength Ribrian. Das andere Team ist dann noch geschmückt von Kefla und ich bin ehrlich, Freunde, Kalifla und Kefla, die machen schon das meiste aus bei den Peppy Gods, so ist es nicht. Natürlich wird die Peppy Gods Kategorie Stage von der Schwierigkeit her angepasst. Jedoch, also wirklich, Kalifla, Kefla und die Rotation, besser gesagt, mit Tech Bulma, die macht wirklich sehr viel aus. Denn Tech Bulma ist auch ein Free-to-Play-Charakter. Sie ist tanky, sie hat eine Damage Reduction, eine hohe Chance, eine Damage Reduction zu haben. Sie kann sich heilen an Rainbow Orbs. Die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe zudem noch Super Saiyan 2 Kane mitgenommen. Warum? Denn ich habe sehr viele Charaktere aus der Tournament of Power. Ich glaube, jeder außer Tech Bulma. Und die bekommt durch sie einen Boost von der Passive Key plus der Attack und der 30%. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Boost für Kalifla oder Kefla, damit sie direkt losstarten können und alles links und rechts weghauen können. Kalifla und Kefla habe ich natürlich auf 15 Crit geskillt, 11 Additional Attack. Und ihr seht schon, sie machen so viel aus, Freunde. Weil, guck mal, wenn sie das Deutschen lang, bekommt einfach keinen Schaden. Und das ist so das Geheimnis, sag ich mal. Geht es ohne Kalifla und Kefla? Ich denke trotzdem, ja. Ich denke trotzdem, ja. Mit ihr hat es natürlich sehr, sehr einfacher. Also um einiges einfacher und besser. Aber ohne sie geht es auch. C18. C18, wenn ihr sie habt, nutzt sie. Weil, Mann, sie ist wirklich tanky. Pro Orb, den sie nämlich einsammelt, bekommt sie ja gewissen Boost. Ich schaue gleich nach. Ich glaube 12% auf Attack und Death. Und sie sorgt ja selber für Orbs, aber für grüne Orbs sorgt sie. Aber sie muss selbst keine grünen Orbs einsammeln. Das ist das Geniale an ihr. Kefla gibt ihr auch so gut es geht viele Orbs. Sie ist auch eine Orb-Changerin. Ja, also Orb-Probleme hatte ich sehr wenige, Freunde. Kalifla, die Friend, hat zwar nur Key plus 3 gegeben, aber das war nicht schlimm. Alle Charaktere haben mehr oder sollten mehr oder weniger Battlefield, die haben sind Key plus 2 und dazu noch dann Turn of Power sind Key plus 3. Außer Tech Bulma dann wegen Turn of Power. Aber dann seht ihr auch schon, das meiste wird dann wirklich hier geregelt von Kalifla und Kefla. Sei es durch ihre Dodges. Bei Kalifla High Chance, Freunde, das sind einfach 65%, also sie wird schon gut dodgen, so ist es nicht. Bei Kefla sind das keine 65%, da ist eine Medium Chance, aber Kefla müsst ihr keine
Müsst ihr euch keine Sorgen machen, wenn sie viel einsammelt, denn sie bekommt ihr pro Orb, den sie einsammelt, auch Attack und F 12% sollte das sein. Bei C18 war es pro Orb, den sie einsammelt, bekommt sie auf den Angriff 12%, auf die Verteidigung 7%. Also auch C18 ist wirklich sehr, sehr gut hier an der Stelle. Und sie erhöht durch die Ulti noch ihre Verteidigung um 30% für 6 Runden. Ja. Ich habe, bevor ich Kevlar genommen habe, Int Mai benutzt. Denn Int Mai hat durch ihre Passive eine High Chance, also eine hohe Chance, den Gegner zu stunnen. Durch die Ulti dann, glaube ich, eine Medium oder Rare Chance. Ich schaue mal nebenbei nach. Auch den Gegner zu stunnen. Heißt, sie war eine Stun-Maschine. Die Sache ist jedoch, Freunde, diese High Chance, dass sie einen angegriffenen Gegner stunnt durch die Passive, das hält nur für eine Runde. Heißt, dieser Gegner ist nur für eine Runde gestunt und nicht für die nächste. Nur durch die Ulti hat sie für 2 Runden. Deswegen, ich habe das gemerkt, sie hat zwar gut gestunt, so ist nicht, aber irgendwann habe ich gemerkt, das rentiert sich gar nicht, weil die war nur eine Runde gestunt und das war es dann so. Deswegen habe ich sie rausgenommen, für Super Saiyan Zeit-Kill reingetan, dass man Kane, wenn sie in die Rotation kommt, wirklich die Turn-of-Power-Charaktere gut boostet. An sich müsst ihr auch natürlich achten, wir sind hier auch in den Kategorie-Stages. Wenn ihr mal einen Charakter irgendwo hinstellt, wo er keinen Typenvorteil hat, dann bekommt ihr so viel Schaden. Dann bekommt ihr wirklich so viel Schaden. Aber darum, ich finde, die Peppy Gods sind eben in der Hinsicht wirklich geil, dass sie sowohl offensive als auch defensive starke Charaktere haben. Hier zum Beispiel jetzt Kevlar habe ich ganz nach links gestellt. Warum? Logisch, sie hat einen Typenvorteil. Auch wenn sie nicht dodgt, sie hat einen Typenvorteil gegenüber Vegeta. Kalifla in die Mitte, Kalifla mit ihrer High Chance zu Dodge, da sind sehr viele Angriffe, hätte dann nur gegen Gohan Typen Vorteil und Kevlar boostet das Ganze. Super Saiyan Zeit, Kevlar sag ich, Kale. Super Saiyan Zeit, Kale by the way, habe ich auf Level 20 Dodge gebracht, Level 3 Edition Attack und 3 Crit, sie ist nicht auf 100%, ich habe nur ihre Zeit Dupe-Pfade geöffnet. 100% in diesem Team sind natürlich die Free-to-Play Bulma, Kevlar und Kalifla und die Free-to-Play Ribrian habe ich nur Zeit Dupes geöffnet. Also die zwei Pfade und da auch nur die Skills gegeben, also Crit. Da bin ich bei ihr auf Crit gegangen, Max, und den Rest auf Edition Attack. Und ihr seht schon, Kevlar hat natürlich auch ihre Edition Attacks, die sie am Start hat. Also, um es einfach zu halten, Kalifla und Kevlar machen wirklich das Ganze aus. Vor allem Kalifla. Ganz ehrlich, vor allem Kalifla. Wenn man sie auf 100% hat, natürlich muss man sie erstmal auf 100% haben. Aber wenn ihr eine Friendness eine auf 100% findet, dann nimmt sie mit und spielt mit ihr. Aber guck mal. Typenvorteil hat sie nur 80 getankt. Ich glaube, ich habe sein Item aktiviert. Aber sie dodge hat links und rechts, Freunde. Außer hier jetzt. Aber selbst dann sind 65.000 Item. Trotzdem geizt nicht mit Items, Freunde. Ganz ehrlich. Super Battle, ihr wisst es. Wir kämpfen zwar nur gegen 3 Teams. Ich hatte es so bis jetzt in den ganzen Kategorie-Stages wirklich angenehm, dass es nur 3 Gegnerherren waren oder 3 Teams. Da hat man einfach, also vielleicht war es bei mir, dass ich einfach Glück hatte, aber ich hatte gute Items noch. Genau. Ribrian habe ich, um ehrlich zu sein, immer so gut es geht rausgehauen. Ribrian ist nicht schlecht, aber C18 macht es da besser. Ja, guck mal, C18 bekommt jetzt sehr viele Orbs. Ich gehe mit ihr auf Gohan, weil er kurz vorm Verrecken ist, sage ich mal. Kalifla dorthin, wo sie viel angegriffen wird, damit sie dodgen kann. Und so bin ich dann vorgegangen, Freunde. Und es hat wirklich ganz gut funktioniert in diesem Setup, in dem ich habe. Heißt, mein Setup ist, wie gesagt, zum letzten Mal Strength Ribriano. By the way, mein C18 hat einen Dupe, damit, falls ihr das einfach mal wissen oder das gesagt wurde. Strength Ribrian, Leader, Kevlar, Kalifla, C18, alles klar. Strength Ribrian, Kevlar, Kalifla, Tech Bulma, Super Saiyan 2 Kale und C18, so rum. So sieht mein Team aus und als Friend, wie gesagt, auch ein Rainbow Kalifla genommen. Hier auch, natürlich müsst ihr euch nichts verzählen, ganz links, oder wir haben an sich nur noch Interaktiere, aber weil ganz links mehr Int-Charaktere angreifen, habe ich Kevlar ganz nach links gestellt. Vielleicht, weil sie auch gut ausbekommen hat. Anyways, ob so oder so. Genau. Ich schau kurz nebenbei nach, was der Ribrian genau kann durch die Passive. Nämlich Attack und F plus 15% pro Peppy Gods Kategorie-Mitglied, der im Team vertreten sind. Im Team sind 7 Stück vertreten. Und sie hielt sich pro Rainbow Orb um 7777. Also wir haben mit Ribrian eine Healerin, die sich durch Rainbow Orbs hielt, aber auch mit Bulma. Tech Bulma, Freunde, habe ich euch oft gesagt, wenn sie online ist, erfarmt sie euch. Und ich habe dazu auch ein Video gemacht, könnt ihr euch gerne abchecken, weil Tech Bulma ist wirklich insane. Sie hielt sich nämlich auch pro Rainbow Orb und guck mal, das hat sogar gekontert. Geil. Sie hielt, bei Kalifla funktioniert es by the way folgendermaßen. Der Ulti tut sie entweder dodgen mit der High Chance, wenn nicht, dann wird quasi das angesehen, ob sie dann diese Ulti dodgt und kontert. Das ist dann nochmal eine andere Schiene. Ja, Tech Bulma hat ja auch dann pro Rainbow Heal, also Rainbow Orb, den sie einsammelt, 7777 Heal und sie hat eine Great Chance, eine Damage Reduction von 50% zu haben. Diese Great Chance liegt bei 70%.
Und sie ist auch tanky und healt wirklich gut. Also, Bulma als Free-to-Play-Unit kann ich auf jeden Fall empfehlen. Tag Bulma. Ich sehe es gerade leider nicht online. Das ist das, was schade ist. Super Saiyan 2K bin ich aber auch überraschenderweise wirklich erstaunt nicht, aber sie funktioniert in dem Setup, in dem ich sie spiele, besser als irgendeinen anderen Charakter, der auf Stun ausgelegt war, sei es Mai und so fort. Ich habe es am Anfang erklärt, weil sie boostet einfach Caulifla und Kefla so gut und das tut ihnen wirklich gut. Und dementsprechend kommen die auf gute Sachen und zudem tut sie die Verteidigung senken. Ne? Das war ein Verteidigungssymbol, wenn mich alles täuscht. Genau, Freunde, außerhalb davon, wenn wir uns danach noch ein paar andere Peppy Gods Charaktere ansehen, es gibt natürlich noch andere Peppy Gods Charaktere, die hier nennenswert sind. Ja, aber. Also ganz ehrlich, so, wenn ich drei Charaktere nennen müsste, hier war ich mir nicht sicher, wie ich das machen sollte. Ich weiß gar nicht, warum ich so. Ach so, wegen dem Doka-Mode. Ich wollte den Doka-Mode eigentlich nicht aktivieren. Weil für einen Gegner Doka-Mode ist. Mehr oder weniger eine Verschwendung, wenn ich das auf die nächste Runde übertragen könnte, dann wäre es eigentlich besser. War nicht so, ist nicht schlimm, passt auf jeden Fall. So nehmen wir dann quasi, machen wir gut Schaden an Krillin und heilen uns dabei. Aber, ja, wenn ihr den Doka-Mode, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr den hinauszögern könnt für die nächste Runde, dann nehmt ihn damit, weil da trifft ihr dann jeden. Ja, da habt ihr auf jeden Fall einen besseren Vorteil, sage ich mal. Aber außerhalb davon sind wir bei Krillin Kefla hier, also... Ja, GG. Über Kefla muss ich halt auch nichts sagen, ne? Weil sie spricht für sich. Natürlich, ja, was hab ich noch? 4 Items, okay. Natürlich, braucht man halt auch ein paar Dupes, ne? Also, ohne Dupes will ich euch nicht, ich weiß nicht, ob es ohne Dupes machbar ist, aber die Sache ist folgendes, Freunde. Happy Gods Team schafft man auch mit einem Free-to-Play-Team. Zumindest in auf JP auf jeden Fall. Da gibt es nämlich gute Free-to-Play-Charaktere. Es gibt auch Super Saiyan 2 Caulifla Free-to-Play. Wenn ihr sie habt, sie ist auch wirklich sehr, sehr gut. Dann nehmt ihr halt als Friend AGL Caulifla. Hier auf der Stage war mein Problem. Mein Problem auf dieser Stage war, Freunde, in den letzten Malen, wo ich es probiert hatte, Muten Roshi. Deswegen gehe ich instant auf Muten Roshi. Der hat am meisten Schaden gemacht. Muten Roshi war quasi, ja, wegen Caulifla, sage ich mal, ein bisschen ein Problem, weil der Typenvorteil gegenüber Caulifla. Aber deswegen habe ich mich erstmal auf Muten Roshi konzentriert, um den so schnell wie möglich rauszuhauen. Natürlich haben wir auch hier Yamcha jetzt mit einem Strength-Charakter, der Typenvorteil gegenüber Kefla hat. Aber ja, solange ich mit Caulifla auf Yamcha gehe, hat es funktioniert. Aber mit den ganzen Charakteren, mit dem Rest, bin ich mehr oder weniger dann auf Muten Roshi gegangen. Ich wollte ihn einfach so schnell wie möglich raushauen, der macht am meisten Schaden von den dreien. Und so kam es mir zumindest vor und greift auch am meisten an, mehr oder weniger. In dem Setup jetzt, ganz klar, da stelle ich wahrscheinlich Caulifla in der Mitte, ja, Logo, ganz rechts, Kale, diesen Namen, Kale, denn dort hat sie dann Typenvorteil gegenüber Roshi, bei dem letzten Angriff. Bisschen risky vielleicht, weil Yamcha da Kefla ulten könnte, dennoch, ich war voll live, ich habe, glaube ich, davon ein Item aktiviert, ja, ich glaube, oben rechts das Item, was heißt Icarus? Anyway, und da bin ich das Risiko eingegangen. Man muss auch ein bisschen Risiko eingehen, aber wenn ihr ein bisschen sicher seid, dass es das Risiko es wert ist, dann macht es ruhig. Und ansonsten, ja, instant auf Muten Roshi gegangen die ganze Zeit, um hier das bisschen zu klären. Genau, es gibt ja auch eine physische Rebrian. Physische Rebrian könnt ihr natürlich auch spielen. Wenn ihr aber die, also sie heißt ja Rebrian Giant Form, heißt ihr könnt die Strength Rebrian und die physische Rebrian gemeinsam spielen. Physisch Rebrian ist summonable jedoch, aber sie gibt den Peppy Gods Charakteren und physisch Charakteren. Key plus HP hat nur 70%. Okay, interessant. Hier steht halt richtig, wirklich dran End. Aber ich glaube, das ist trotzdem entweder oder. Das sehe ich zum ersten Mal. Weil normal steht ja dran, gibt Kategorie or bla bla bla. Typen Boost. Hier steht halt End dran. Aber ich glaube, das ist trotzdem separat. Also ich denke nicht, dass sich das deckt. Aber um sie geht es gar nicht. Jedoch könnt ihr sie natürlich auch spielen, wenn ihr sie habt. Was hat sie drauf? Attack und F 80%, wenn sie eine Ulti startet. Key plus 1 pro Keystone, den sie einsammelt und eine Chance in Giant zu sich zu transformieren für 2 Runden. Ja, die kann man mal mitnehmen. Ich meine, wir haben gegen viele Int-Charaktere gekämpft, da hätten sie einen Typenvorteil, aber so viel machst du, denke ich, nicht her. Durch die Ulti tut sie den Angriff um 6 Runden erhöhen, aber das ist die hier, vielleicht, wenn ihr sie nicht kennt. Die hier. Und genau. Ansonsten, hier habe ich einen Ghost Usher aktiviert. Ich hatte nämlich noch 2 Ghost Usher Items. Ich habe es dann immer so gemacht, ich aktiviere einen Ghost Usher erst, aber dann, wenn ich... Zum Beispiel, ich hatte Icarus aktiviert. Ich aktiviere natürlich dann Ghost Usher erst, nachdem die 2 Runden vorbei sind. Denn Icarus,
gibt uns eine Damage Reduction für 2 Runden von 35% und erst danach aktiviere ich natürlich ja logischerweise Ghost Usher, sonst hätte ich eine Runde verschwendet mit dem Item, sage ich mal. Das habe ich hier gemacht, denke ich mehr oder weniger, vielleicht auch 1-2 Runden später, aber um einfach das Item zu aktivieren, sicher zu gehen, da nicht mit Items zu geizen, das ist eine Runde für mich, da wo ich Schaden machen kann und gut ist. Hier, schwierig, was mache ich jetzt hier? Yamcha greift oft an. Stelle ich Keflan oder Kalifla? Ich entscheide mich für Kalifla und aktive Ikarus hier an der Stelle. Nehme die Damage Reduction mit. Könnte nämlich wehtun, wenn Mutenroshi Kalifla ultet und die Ulti durchkommt, sie nicht dodge. Weil wir haben 214.000 Leben, also so viel haben wir nicht. Das meiste, was sie halt so wettmachen, sind die Dodges und die Charaktere, die tanky sind. Ich meine, die Rotation, die ist brutal. Ja, Kalifla mit ihren Dodges, Keflan wurde tanky, wenn sie viele Orbs einsammelt. C18 ebenso, wir hatten 2 Orb-Change am Start. Linkskills funktionieren einwandfrei. Das hat das so an dem Peppy Gods, Freunde. Ich sage schon, dass ihr die richtigen Charaktere braucht, aber es gibt auch gute Auswahl. Zum Beispiel, wie gesagt, es gibt eine Free-to-Play Kalifla. Super Saiyan 2 Kalifla. Die schauen wir uns auch gleich an. Was hat die zum Beispiel drauf? Die sollte man auch nicht unterschätzen. Die ist wirklich auch nicht schlecht. War Mutenroshi hier raus? Hat Keflan schon Mutenroshi rausgehauen hier an der Stelle? Ich glaube ja, oder? Oder der alte Herr, der hat es überlebt tatsächlich. Aber jetzt ist er raus. Und jetzt wirklich angenehmer. Jetzt habe ich nur vor mir, Vergessen, wie der heißt, den wir gerade angegriffen haben. Oolong. Haben wir Oolong und Yamcha vor uns. Gegenüber Yamcha haben wir Typenvorteil mit Kalifla, easy. Oolong mit Rebrianza nur, aber Oolong. Ich weiß warum, ich hatte nicht so viel Angst vor Oolong, aber ich sollte ihn trotzdem unterschätzen. Denn auch, es ist super Bedrock, Freunde. Wenn er eine Ulti macht gegen Charakter, dann ist halt RIP. Hier werde ich wahrscheinlich Bulma ganz nach rechts setzen, richtig. Denn ganz rechts greift Oolong an und wenn Oolong quasi Kayle geultet, dann tut das weh. Kayle ganz links, Freunde, Kalifla in der Mitte und Bulma ganz rechts. Die Sache mit Bulma ist, erkennt man, ob Bulma ihre Damage Reduction aktiviert hat. Sei es Bulma oder andere ähnliche Charaktere wie Ultimate Gohan oder so. Leider bis zum Zeitpunkt nicht, wo ihr angegriffen werdet. Das finde ich ein bisschen schade. Ich hoffe, das wird mal in Zukunft eingeführt, dass dann einfach so aufpoppt, okay, bam, Damage Reduction ist aktiviert durch die Pässe. Wie erkennt man das? Lass ich mal ganz kurz gucken. Dann haben wir quasi, guck mal jetzt hier. Ja, ein Super Battle ist auch so eine Sache. Ich glaube, die Damage Reduction war aktiv. Bei Super Battle ist es folgende Sache, Freunde. Die Pfeile, man kann sie an den Pfeilen richten, ja. Normal, wenn sie effektiv ist, dann zeigt der Pfeil nach oben oder so schräg oben rechts. Wenn ihr Typen Nachteil habt, ganz nach unten und so fort. Wenn man quasi jetzt, ich glaube, ich hätte eigentlich von, ich hab jetzt quasi neutralen Schaden kassiert, glaube ich. Der Pfeil war quasi auf einer Ebene. Eigentlich hätte ich, glaube ich, so. Der Pfeil sollte, glaube ich, in die Richtung zeigen, nach oben. Schräg nach rechts, weil ich keinen Typenvorteil hatte und einfach einen Angriff bekommen hätte. Wäre eigentlich neutral, aber im Super Battle Road. Im Super Battle Road zählen solche Sachen nicht, Freunde. Im Super Battle Road zählen solche Sachen nicht. Also, da auf sowas zu achten, dass man mit einem Super Charakter. Normalerweise mit dem Pfeil funktioniert auch so, wenn man zum Beispiel mit einem Super-Typus gegen Extreme kämpft, dann tut sich dieser Pfeil auch beeinflussen. Weil Super-Charakter gegenüber Extreme haben ein bisschen Vorteil. Ist kein Typenvorteil, aber sie machen ein bisschen mehr Schaden, tanken auch ein bisschen mehr, weil es eben Super gegen Villains ist, aber andersrum auch mit Extreme gegen Super. Aber auf sowas beim Super Battle Road zu achten, in Super Battle Road ist sowas ein bisschen, sage ich mal, frei nach Willem, Freunde. Da macht jeder Charakter Schaden, als hätte der Typenvorteil oder so. Wisst ihr, was ich meine? Das merkt ihr auch selber. Die machen viel, viel mehr Schaden, als sie eigentlich machen sollten. Deswegen bei Super Battle Road auf sowas nicht zu sehr Kopf zerbrechen. Lieber darauf achten, dass sie dann quasi wirklich Charaktere mitnimmt, die sowohl offensiv stark sind als auch defensiv. Dann gucken wir aber mal ganz kurz rein. Ja, ihr seht schon, Kalifla Love. Oh lala, okay, das war die ganze Zeit an, jetzt ist sie leider ausgegangen. Gucken wir nochmal ganz kurz rein, Freunde, in die Peppy Gods Charaktere, die ich so habe bei mir. Wie gesagt, ich habe davor wollte ich eigentlich vorlesen zum Strength Super Saiyan 2 Kalifla. Sie ist auch nicht schlecht. Sie bekommt auf den Angriff 20%, Maximum ist 80%. Sie hat eine Chance, gegnerische Attacke zu dodgen. Maximum ist hier 60%, steigert sich um 15% pro Universe Survival Saga Kategoriemitglied im Team. Und wenn ihr da quasi das Team so wie ich habt mit der Strength Kalifla, die ist auch nice. Die hat auch einen Dodge, Freunde, hat auch einen guten Angriffboost, erhöht ihre Verteidigung, nachdem sie ultet. Die sollte man auch nicht unterschätzen. Natürlich auch hier, Shoutout an euch, hilft euch gegenseitig in den Kommentaren aus mit Charakteren, die ihr genutzt habt, die euch geholfen haben. Zum Beispiel diese hier. Die hat sie auf die Ulti High Chance zusammen, aber sie gibt nur Geldcharakteren, Keep plus 3 Attack und Death Boost. Ist nicht so gut, um ehrlich zu sein. Ansonsten hätten wir die Free-to-Play-Variante von hier, C18.
10% auf die Verteidigung pro Orb, den sie einsammeln, hat aber eine Medium Chance durch die Pass, durch die Passive den Angriff von Gegner für 2 Runden zu stunnen. Das ist schön. Das ist schön. Schön, das ist schön. Denn hier steht explizit dran, für 2 Runden. Die könnte man mitnehmen. Sie müssen quasi eigentlich nur die Auto-Attack durchbringen und dann habt ihr eine Medium Chance, den Gegner für 2 Runden zu stunnen. Aber bei Mai zum Beispiel, hier steht dran, High Chance den Gegner zu stunnen und das aber nur für eine Runde. Eine Runde bringt mir nichts, um ehrlich zu sein. Da will ich schon 2 Runden. Bei Yuri ist das genauso. Sie gibt sich selbst Kick plus 3, ist gar nicht mal so schlecht. Den Angriff von Gegner, dessen Angriff und Verteidigung senkt sie um minus 15%, das ist gar nicht mal so schlecht. Hat auch eine Medium Chance den Gegner zu stunnen, ist aber auch nur für eine Runde. Bei der Ulti wären das dann für 2 Runden natürlich. Ist aber auch ein Free-to-Play-Unit hier, Yurin zum Beispiel. Über die habe ich gesprochen, Freunde. Die kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, falls ihr eine eigene Kalifa nicht habt. Die ist auch Free-to-Play, nehme ich an der Stelle. Und die Bulma könnt ihr nehmen als Ersatz. Statt Tech-Bulma, wenn ihr Tech-Bulma nicht habt. Sie ist aber summonable, falls ihr sie habt, kann ja sein. Aber Sache an ihr ist, sie hat auch ein Awakening. Aber ich weiß, ob sie auf Global schon ihr Awakening hat. Das gucken wir einfach mal ganz kurz. Ja, hat sie tatsächlich. Ich habe nur die Medaille nicht. Ah, vom Rabbit-Event, schaut mal. Und wenn ihr sie awakt, hielt sie von der Ulti euch um 8.088 HP. Und in dem Peppy God, sie macht das was aus, weil wir haben nicht so viel Leben. Und durch die Passive, Key plus 4... Vorne weg, heißt sie wird gut. Oh mein Gott, die ist auch nicht schlecht. Wenn ihr die Tech Bulma nicht habt, aber sie habt, könnt ihr sie auf jeden Fall spielen. Sie bekommt Key plus 4, heißt sie wird oft ulten. Sie wird einfach nur dauernd healen. Ja, müsst aber aufpassen, sie wird wahrscheinlich viel Schaden bekommen, aber sie healt dann auch noch pro Rainbow Orb um 8888 HP. Android 21 gibt leider nur Android Charakteren Boost, heißt, bringt eigentlich nicht so viel, würde nur sich selbst einen Boost geben. Was macht diese C18? Rainbow, Orb Changerin nicht so gut. Ne, da sind die anderen C18 besser. Fascia vielleicht, wenn sie awake, könnte man sie mitnehmen. Warum nicht auch eine Orb Changerin? Nach dem Awaken bekommt sie Attack und Death Boost. Aber um ehrlich zu sein, so wirklich Kalifla, Kefla, C18 und Bulma, die haben halt schon das meiste gerissen, um ehrlich zu sein. Und dann Zeitcharakter eben noch mit reingenommen, Super Saiyan, Zeitkill, um die ganzen zu boosten. Um die ganze Turn of Power Charaktere zu boosten. Und Bulma, ihr habt es gesehen, sie hat kaum Schaden genommen. Sie hat gut geheilt. Und sie hat auch was ausgemacht, Freunde. So viel zu der Peppy Gods Karte Research, Freunde. Wirklich, wie gesagt, ehrliche Meinung. Kommt ihr darauf klar oder sagt ihr, ihr habt kein Problem damit, wenn ich da so ein Live-Commentary mache? Oder sagt ihr, Neo, so, ich will das lieber sehen, wenn du das wirklich auch live spielst und aufnimmst. Wirklich ehrliches Feedback in die Kommentare. Könnt ihr ruhig, ja, zum 80. Mal, sorry für die ganze Wiederholung, ruhig ehrlich sein. Ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Und euch natürlich noch viel Glück im Super Battle Road. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time.